Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir eingetroffen die Black Box Man. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ein Karton angeliefert bekommen, da stand Pinkbox drauf und da habe ich mir gedacht, oh wow, ist schon die neue Pinkbox eingetroffen. Nee, es war die Blackbox Man. Großartig. Ich habe nämlich die Blackbox Man im eigenen Abo, das heißt, ich zahle pro Box 16,95. Das macht man, wenn man die im Abo hat. Wenn man die einmalig bestellt, zahlt man 24,95, aber es gibt jedes Mal einen Code. Dieses Mal ist es Michael Jordan, 8 Euro, ne? Dann kriegst du die auch für 16,95. Ich persönlich weiß einfach, dass ich die halt gerne immer wieder halt hier auch vorstellen möchte und dann auch dementsprechend immer wieder verwenden werde, beziehungsweise mein Freund, beziehungsweise mein Umfeld, beziehungsweise die Männer in meinem Umfeld. Und genau, deswegen bekomme ich die einfach ganz normal alle 3 Monate. Genau, bekomme ich die dann geschickt und kann die hier vorstellen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Die ist größer als die Frauenboxen, die man kennt, aber sie ist ja auch ein ganz kleines bisschen teurer. Dieses Mal steht der Deckel extrem ab, also das scheint ganz gut gefüllt zu sein. Und wie gesagt, die erscheint 4-mal im Jahr. Und jetzt haben wir die Box, die jetzt im September erschienen ist. Ich habe den Deckel entfernt. Die ist von außen so semi-matt und von innen ist die richtig matt. Ich finde, es ist auch eine richtig schöne Geschenkbox. Und wenn man den Deckel entfernt, hat man hier, da muss ich mal aufpassen, dass man nicht die Hälfte rausfliegt, weil das passiert hier sehr schnell, das Seidenpapier, was verschlossen wird mit einem Seidenschleifchen. Bei den Männern hast du das natürlich, schwarzes Seidenpapier und dann so ein edles, beiges Schleifchen. Echt mega schön. Da steht auch drauf Blackbox Men, also das ist 1A, ne? Finde ich echt klasse. Und jetzt versuche ich mal vorsichtig das Klebelein zu öffnen, weil ich tatsächlich auch sehr gerne diese Box genau so, wie sie ist, beziehungsweise manchmal mit einem etwas anderen Inhalt dann auch in der Familie weiter verschenke an die Herren. Und ja, habe ich jetzt hingekriegt, ohne das Ding kaputt zu kriegen. Und hier haben wir dann tatsächlich den ersten Blick in die Box. Sieht alles sehr dunkel aus. Die Männer haben hier tatsächlich ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, zum Aufklappen, aber sehr schlicht, ne? Genau, da stehen auch die ganzen Preise drin und so. Das kann ich euch dann auch einblenden. Und ich fange jetzt mit dem ersten Produkt mal an. Matchpoint von Lacoste. Ein Duschgel mit 75 Millilitern. Ja, so ein Duschgel ist nie weg, ne? Und ich glaube, das ist auch gar nicht so günstig, weil Lacoste ist doch eine ziemlich hochpreisige Marke. Das riecht sehr, sehr frisch. Also nicht dieser typische männliche Sandelholz schwer Duft, sondern sehr frisch. Hat so auch ein bisschen was Männliches mit dabei, so im Hintergrund, aber vornehmlich würde ich sagen, ist es tatsächlich eher so ein frischer Duft. Also das hört sich, oder riecht, das hört sich ganz gut an. Hallo. Nein, es riecht ganz gut. Mag ich gerne leiden. Da muss ich meinen Freund halt tatsächlich auch fragen, ob er es haben möchte. Dann habe ich hier eine Gesichtscreme von Isana Men mit 98% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Das ist mit Feuchtigkeitskomplex und Wacholder- und Ahornextrakt. Also das, ne? Ist eine richtige Männercreme. Problem, die meisten Männer verwenden nicht so wirklich eine Gesichtscreme. Ja, das lese ich immer wieder unter den Männer-Beauty-Boxen-Videos, sage ich mal. Dass dann auch viel gesagt wird, ja, ist ganz cool vom Inhalt, aber mein Mann, der benutzt das nicht. Es ist echt so, ne? Ich habe auch letztens meinem Freund gesagt, ach komm, willst du nicht mal? Das ist immer so eine Sache, aber ja, wir kriegen sie noch dazu, Leute. Und es ist ja auch nachhaltig für das eigene Wohlbefinden, sage ich mal, wenn man dann auch mal ein bisschen mehr Gesichtscreme verwendet. Ich weiß es nicht. Sehe ich halt so, ne? Aber jetzt will ich mal echt dran riechen. Das wird so schön waldig riechen. Nee, gar nicht so intensiv, wie ich dachte. Interessant. Ich dachte, das riecht wohl intensiver. Ganz, ganz leicht hat das nur diesen ja, Waldduft, sage ich mal. Wacholder und Ahornextrakt ist jetzt ja auch nicht unbedingt Wald. Aber finde ich cool. Ohne Mikroplastik. Auch das finde ich cool. Gut. Dann haben wir hier ein sehr großes Produkt. Das kann ich auch verwenden. Das ist gut. Das ist ein Rasierer. Rasierer Body. Ja. Isana Men 5-Klingensystem. Und da hast du halt einen Rasierer und eine Klinge mit drin.
Das finde ich toll. Das gefällt mir. Und ja, ich persönlich benutze Männerrasierer. Ne? Also ich habe meinen Bulldog-Rasierer, so heißt der, ne? Also die Marke, das ist so ein Bambussteg, so eine Bambushalterung. Und den finde ich echt großartig, weil ich finde Männerrasierer einfach deutlich langlebiger und schärfer als Frauenrasierer. Keine Ahnung. Es ist einfach so meine Erfahrung. Ne? Und deswegen freue ich mich da richtig drüber, weil das ist jetzt meine. Okay, wir haben etwas zu essen. Eine Hey Protein Bar. High Protein, glutenfrei. Ein Chocolate Chip Flavor. Oh, das mag ich ja gerne. Das werde ich mir morgen früh mal direkt zum Frühstück gönnen. Ich mag ja gerne diese Proteinriegel tatsächlich. Ne? Das ist ein bisschen crazy. Aber mittlerweile fahre ich da echt drauf ab. Und zum Frühstück kann man das echt gut verwenden. Das mag ich gerne. Chocolate Chip Flavor ist auch lecker. Ich mag ja gerne diesen Keksteig Chocolate. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ah, nom, lecker. So, ach was, das finde ich ja geil. Compete, schnelle Heilung, ist das geil. Ein Fersenpflaster, also ein Sportblasenpflaster für die Ferse. Das finde ich klasse. Auch das kannst du unisex verwenden. Und ja, ne? Das ist echt praktisch. Also hier sind wirklich auch sehr, sehr praktische Produkte drin. Also der Rasierer, das hier feiere ich total. Der Proteinriegel sowieso, voll mein Ding. 20% mehr Polsterung, auch das ist nett. Mehr Polsterung als Compete Blasenpflaster Medium. Ja gut, Leute, ne? Das ist immer so witzig. Haftet sicher. Und das sind 5 Blasenpflaster drin. Oh, guck, schön. Oh, schön. Ein Kristall Antitranspirant Fluid. Mein Deo. Zuverlässig sicherer Schutz ohne Parfüm und ohne Alkohol. Extra wirksam. 24 Stunden Deo-Schutz. Und das ist ohne Parfüme, ohne Alkohol, ohne Parabene, ohne Palmöl und ohne tierische Inhaltsstoffe. Mhm. Reguliert effektiv und nachhaltig die Transpiration. Zuverlässig gegen Achselnässe. Ja, das ist das, was ich auch immer haben möchte. Das ist vegan. Also weil ohne Tierkram und so. Hier ist der Roller. Und das riecht jetzt nicht irgendwie männlich. Also auch das ist ein Unisex-Produkt, das finde ich gut. Ohne Alkohol, dann wird es nicht brennen. Dann kann ich das auch super nach dem Rasieren zum Beispiel verwenden. Das ist toll, extra wirksam. Ja gut, hier haben wir ein Produkt von Kalusan. Diese Fußschäume haben wir öfters mal in den Männerboxen drin tatsächlich. Das ist Forte mit mindestens 15% Urea bei Hornhaut und Schrunden. Ein Cremus, ja. Ja. Ich creme meine Füße jeden Abend ein. Ich habe aber jetzt keine Hornhautgeschichten oder Schrunden, glaube ich. Also nicht so, aber verwenden kann man es auf jeden Fall, ne? Aber das ist halt ein Produkt, also diese Kalusan-Produkte, wo ich sagen muss, die riechen halt auch nach Fuß. Kriege ich sie jetzt nicht raus, weil du das dafür erst aufmachen musst, ne? Aber ich habe noch eins offen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich danach einfach das hier verwenden werde, weil ich es ja eh verwende. Ein Produkt von Balea Men Energy, ein Augenroller. Leute, hier ist wirklich mal Abwechslung gegeben, oder? Kühlt und hydratisiert, ein frischer Kick für müde Augen mit Koffein und Vitaminkomplex. Und das hilft bei Augenringen. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach auch ein typisches Männerprodukt, weil das so leicht ist, das anzuwenden. Es ist einfach nur ein kleiner Roller, der hier drin ist. Dann nimmst du nur die Kappe ab, dann ist da so ein kleiner Rollerball drin und dann gehst du einfach nur unter deine Augenpartie her und dann musst du nichts mehr weiter tun, lieber Mann. Es wirkt dann von allein. Ein 2-Sekunden-Produkt am Morgen vertreibt Augenringe und Sorgen. Ne? Ja. Genau, das kennt man. Das habe ich auch schon öfters gesehen, aber ich glaube, das ist jetzt so eine Neuauflage von Balea. Aber ich habe das auch schon von Isana, glaube ich, gesehen. Und Balea hatte diesen Augenroller damals auch, glaube ich, in Blau. Also meiner Meinung nach echt das Augenmännerprodukt. Ne? Ich hoffe, mein Freund verwendet das. Er hat jetzt nicht so die Probleme mit Augenringen oder so. Aber ne, so Augenfältchen und so. Ja, man wird ja nicht jünger im Leben. Okay, und hier haben wir eine Geschichte drin, die ich gerne trinken werde, aber nicht jetzt, weil es ist ein Energy Drink und wir haben es 20.37 Uhr. 28 Black mit Acai, das mag ich auch richtig, richtig gerne, habe ich auch schon das ein oder andere Mal getrunken. Und das ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk von Schwarze Dose 28, heißt glaube ich die Marke dann auch. Und ja, mag ich sehr gerne, werde ich morgen früh mal, nein, nicht morgen früh direkt, da trinke ich mir lieber erstmal einen Kaffee. Morgen früh trinke ich mir einen Kaffee und esse mir den Proteinriegel und dann im Laufe des Vormittages werde ich mir den Energy Drink reinpfeifen. So, jetzt haben wir hier ein Produkt drin und das hatten wir auch schon mal in einer Blackbox Men. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Und das meine ich aus vollkommen
absolutem Ernst und aus Erfahrung. Von Kräuterhof Sport Gelhot High Performance, das ist dieses hier. Es sieht so nett aus. Und es verspricht so nette Dinge gegen Verspannung und Rückenschmerzen und so weiter. Benutzt es niemals nach dem Duschen, wenn eure Poren so schön geöffnet sind. Tut's einfach nicht. Also mir persönlich ist es zu heftig, zu intensiv. Also das ist krass. Das ist ein richtig krasses, heißes Gel. Sieht mega geil aus und es verleitet auch dazu, das ordentlich anzuwenden. Ne? Das ist so eine schöne Tube und hier unten drin hast du dann diese Rollerviecher. Du gehst damit über den Rücken und denkst, du tust deinem Partner oder deiner Partnerin was Gutes nach dem Sport oder was auch immer, nach der harten Arbeit im Garten. Und dann brennt der Rücken auf einmal wie Feuer. Erst fangen deine Hände an und dann fängt der Rücken von deinem Partner an. Ja, also ich kann es auf jeden Fall mit Vorsicht empfehlen. Es ist ein schönes Produkt, aber mit Vorsicht zu genießen. Macht euch euer eigenes Bild oder eben nicht, wenn ihr empfindlich seid. Also wir werden das tatsächlich auch im Familien- und Freundeskreis wahrscheinlich weitergeben. Oder ich werde es mal verlosen, weil wir damit echt keine guten Erfahrungen gemacht haben. So, das war jetzt tatsächlich die Box. Und ich finde, dass sie auch bei den Männern immer extrem gut gefüllt ist. Ne? Also wir haben hier eine richtig krasse Auswahl an Produkten. Bei den Männern ist es auch ganz schön, die kommt ja alle 3 Monate, ist dann aber praller gefüllt. Das ist dann ja ähnlich wie bei einer InStyle oder Brigitte Box oder so, die ja nicht jeden Monat erscheinen, dementsprechend aber voller gefüllt sind. Man muss aber sagen, mit 16,95 fährt man hier echt gut. Ne? Also man hat hier wirklich dann mal für die nächsten 3 Monate eine schöne Rundumpflege. Und ich glaube auch in den 3 Monaten, wenn ein Mann das alles verwenden würde, würde man dann auch einen guten Turnus drin haben. Weil du hast jedes Mal auch immer ähnlich so, ne, abwechslungsreiche Produkte drin. Gut, manchmal hast du 2 Duschgele oder auch mal ein Bartöl oder sowas mit dabei. Muss man dann halt schauen. Aber im Prinzip braucht man mit Doppel-N nicht mehr unbedingt dann in die Drogerie gehen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte, die man sich anschauen kann. Wie gesagt, ich habe die ganz normal im Abo, die erscheint bei uns immer wieder. So hat mein Freund dann auch immer wieder Nachschub und ja, mir hat die Box richtig gut gefallen. Ich fand sie echt abwechslungsreich und vor allem viele Dinge auch einfach unisex und das gefällt mir immer richtig gut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!